Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro. Und ja, Summer, das war Fragen, beziehungsweise ihr habt auf meinem Discord ein paar Aussagen getroffen oder beziehungsweise Wünsche, ja, die ihr an Summoners War an sich richtet. Was sollte sich denn vielleicht noch im Spiel verändern? Was könnte man noch verändern? Was gefällt einem nicht so dolle? Was gefällt einem vielleicht auch sehr gut? Ja, ich habe auch ein, zwei positive Aspekte irgendwie reingenommen. Und ja, darüber reden wir hier, ja, in meiner Küche, weil ich mir einfach dachte, ja, irgendwie immer vom Stuhl aus, weißt du, ich sehe gar nicht das Tageslicht und heute ist echt geiles Wetter, deswegen dachte ich mir, in der Küche, beste Position. Lasst uns anfangen mit der Aussage Nummer 1. Tataro hat gefragt, beziehungsweise die Aussage halt getroffen, was glaube ein guter Anfang wäre, endlich mal die richtigen Monster wieder zu patchen, beziehungsweise es gibt viele Aussagen über Monster von YouTuber Karuduki etc., die gepatcht werden müssen. Gepatchet! Die NAT4 oder NAT3, da gibt es teilweise Familien, die komplett ihren Wert verloren haben, aber nie gepatcht werden. Zum Beispiel Samurai. Ja, man muss dazu sagen, ich habe die Frage schon ewig hergestellt, beziehungsweise heißt ewig her, so lange ist es auch noch nicht her, aber ihr seht, 24.05.2022 ist schon ein bisschen her. Es wurden einige Units, auch einige Familien hier gepatcht, aber natürlich sind auch Units dabei, die nicht gepatcht wurden und die meint er zum Beispiel Christina. Nein. Ja, ich weiß, jetzt kommt bestimmt wieder auch, Christina, ich bin eine gute Unit. Ja, aber nicht so gut wie andere Units. Ja, Punkt, aus, Ende, ist bei vielen im Lager Ende. Und es gibt natürlich auch viele 3-Stars oder 4-Stars, die nicht wirklich eine Funktion im Spiel Summoners War haben, außer Lagerhüter. Wenn man sagen könnte, man könnte sie in ein Regal packen, wären das so die Staubfänger, ja, die du nie putzen würdest. Und das meint er damit. Sehe ich genauso. Könnte man auf jeden Fall mal wirklich in Angriff nehmen. Aber das sagt man eigentlich schon seit wahrscheinlich 2016 oder so oder 2017 ungefähr, dass doch einige Units einfach nur useless sind. Also an sich seit Retime Arena. Und ja, man da auch mal patchen könnte. Dann haben wir hier was vom Yannick. Ja, ich weiß, es hört sich komisch an. Ich weiß natürlich, was das für eine Frage ist. Und für mich persönlich, Yannick, hört sich das gar nicht komisch an, sondern eigentlich nur real. Wie wäre es mit einem Pity-System? Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Pity-System ist, erkläre ich das jetzt mal ganz einfach. Ihr sammt 150 Rollen und nach 150 Rollen habt ihr ein Safe Nut 5. Das heißt, die Chance entweder erhöht sich jeweils immer, umso mehr Rollen ihr öffnet, oder bei 149 ist es nicht garantiert natürlich, dass ein Legi rauskommt, sondern ihr habt dann eine so und so prozentuale Chance, dass da ein Legi rauskommt, also ein Nut 5. Und bei der 150. Beschwörung ist es ein Safe Nut 5. Ich kenne verdammt viele Leute, die kaum bzw. gar keine Nut 5 haben, die aber schon sehr lange spielen. Es muss ja nicht so übertrieben sein, wie jede 80 soll eins kommen, sondern wenn man bis 200 keins bekommt, dass man beim 200. eins bekommt. 200. finde ich tatsächlich auch ein bisschen zu krass schon mittlerweile. Klar, man bekommt viele Rollen aktuell in Summoners War, das ist ja früher nicht so gewesen, aber es gibt halt auch übelst viele Units. Also, wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit Summoners War und man möchte alle irgendwie irgendwann mal Nut 5 haben, wie lange willst du da spielen? 10, 15 Jahre nochmal oder so? Ich weiß es nicht. Aber natürlich, wäre ein geiler Ansatz, würde ich mir auch wünschen, aber vielleicht nicht bei 200, sondern die Chancen ein bisschen vielleicht erhöht sogar und das Ganze vielleicht bei 150, 160 vielleicht cuttet oder so. Aber ich glaube, das wird nicht kommen, dieses Pity-System bei SW, weil, naja, Kamtas denkt sich schon ein bisschen was dabei, würde ich jetzt mal meinen. Und ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Dasselbe wie mit den LDs, nur dass es da halt statt 200 und 300 sind. Gebe ich recht, ja, auch da ab 300 gehe ich damit. Also, keine Ahnung, wie viele LDs ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit geöffnet habe, seit 2015, sicherlich an die 1000 Stück oder über 1000 Stück, ich weiß es nicht, aber sicherlich 1000, Minimum. Also ich habe ja jetzt schon wieder 110 in einem halben Jahr, also ihr könnt euch das ganz hochrechnen, also es werden noch viel mehr als 1000 sein, ich habe zwei LD-Nut-5s. Sehr, sehr wenig, muss ich sagen, für die Anzahl an Rollen und für das Geld, was in meinem Account ist. Und bei den 300 wäre es richtig geil, da hätte ich wenigstens jetzt schon 4, 5 oder 6. Und das wäre auch passend, würde ich sagen, zu meiner Spielzeit. I'm just better Tom.
Der gute Tom hat auch was natürlich am 24.05. reingepostet im Discord. Coole Sache, ein Wunsch, also coole Sache ist gemeint, coole Sache, dass ich da eine Umfrage gemacht habe. Ein Wunsch von mir wäre ein etwas überarbeitetes Guild War System, also Gildenkampf komplett an sich überarbeiten. In welcher Form hat er jetzt nicht gesagt, weil er findet aktuell, dass es einfach nur nervig ist, teilweise Gildenkampf zu machen. Gebe ich ihm auch recht? Ich persönlich bin froh, dass ich in einer Gilde bin, die das akzeptieren, dass ich keinen Gildenkampf mache, weil für mich ist das zeitfressend und zeitbindend, muss ich euch echt sagen. Ich bin fast 30, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich bin mit Job, Hund, allgemein im Privatleben ja schon so krass eingebunden und habe ja selbst ja so zeitliche Sachen, die an bestimmten Zeiten halt passieren, wie zum Beispiel arbeiten gehen, früh aufstehen und so weiter und erst da Feierabend. Und da gehe ich voll mit. Es ist für mich absolut nicht machbar, jetzt zum Beispiel früh und abends ein Guild War regelmäßig zu machen. Weil ich bin ehrlich, ja, früh kann ich zum Beispiel kein machen, weil ich arbeiten bin. Ich arbeite auch ziemlich lange, bin erst dann 17:15, 17:30 manchmal halt zu Hause. Da möchte ich mich auch noch kurz ausruhen und nicht noch irgendwie anderthalb Stunden nur noch Zeit für Guild War. Oh mein Gott. Und dann geht schon der nächste los. Manchmal gehe ich auch eher ins Bett, mache YouTube oder, habe keine Zeit. Ja, und so geht es euch ja sicherlich auch, ne? Ihr habt vielleicht auch Hobbys, Tennis, dies, das, jenes. Oder seid mit dem Studium zu krass beschäftigt. Nebenbei arbeitet ihr noch oder ihr arbeitet allgemein Vollzeit. Habt Familie, Kinder, etc. Finde ich, ist wirklich so. Man könnte neuen Gilden-Content reinbringen, den alten Content aber auch lassen. Aber die Leute nicht so krass zwingen zu diesen Zeiten. Aber es ist schwierig umzusetzen, weil Gildenkampf ist halt in jedem Spiel irgendwie drin und es ist immer eine zeitliche Sache, es ist immer zeitintensiv. Ich weiß, was er meint, aber ich glaube, die Umsetzung ist in dem Fall zu schwer. Was passieren könnte, ist neuer Content dazu, aber eigentlich gibt es schon viel, was Tartarus Labyrinth und sowas angeht. Das muss man ja auch irgendwie mit Gilden, man bekommt Gildenpunkte und so weiter, halt auch dazu rechnen. Mehr Szenario, sagt er dann. Ja, würde ich auch feiern, ich würde es auch fühlen, wenn vielleicht noch ein bisschen mehr Szenario dazu kommt. Vielleicht ein, zwei neue Inseln irgendwie dazu, in allen Modis, ja, von leicht bis schwer. Und ja, das wäre ganz cool, ja, sehr, sehr nice. Habe es irgendwie im Kopf, dass es auch mal angeteasert wurde. Weiß ich nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, falls es angeteasert wurde. Aber irgendwie dann noch nichts kam. Weiß ich ehrlich nicht. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ganz wichtig, sagt er. Und das kam auch sehr, sehr, sehr oft. Und ich habe es sehr, sehr, sehr oft bei Leuten natürlich weggenommen. Weil der gute I'm Just Better Tom, ja, dem ist natürlich noch ganz viele andere Sachen eingefallen. Und ich habe bei ihm auch ein bisschen was weggecuttet, aber ja, weil es einfach doppelt war. Ganz wichtig, World Boss Drops. Auf jeden, ja, Weltenboss-Drops, obwohl ich sagen muss, ich habe die Woche extrem viel Luck gehabt, ich habe eine Legion und eine Light Dark daraus bekommen und ich bin mega happy. Gut, passiert jetzt nächste halbe, dreiviertel Jahr wieder nicht, aber egal. Nicht wundern, meine Kaffeemaschine, falls man die überhaupt gerade im Hintergrund hört, die fährt sich gerade runter. Apropos Kaffee. Diese Schmutzruhen, grauer Forster etc. bei SSS sind wirklich nervig, gebe ich recht. Ja, bei Triple S sollte es auf jeden Fall so sein, dass Minimum Six-Star-Runen halt droppen. Ob die jetzt immer qualitativ hochwertig sind, ne, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber Six-Star sollten die sein und keine Four-Stars mehr. Das kann man bei B geben, ja, aber nicht bei Triple S. Gebe ich dir recht. Eventuell mal einen Skin oder ein cooles Reitfigur für Elia für Free-to-Play-Spieler, nicht nur Cash-abhängig. Skin-technisch, also Formwandlungen für Units, kannst du dir ja an sich Free-to-Play ergattern. Das ist ja definitiv möglich, ja, indem du einfach die Formwandlungssteine sammelst. Ja, klar, sie droppen halt zufällig, ja. Es gibt mal Wochen, da habe ich 20 gesammelt in einer Woche. Es gibt aber auch Wochen, da habe ich vielleicht 3 gefunden oder 4, ja. Jetzt ist es einfach nur gesponnene Zahl, aber da finde ich halt gar nichts richtig. Gebe ich dir recht, aber man kann sie ja Free-to-Play ergattern, diese Formwandlungen. Wo ich aber auch sagen muss, zum Beispiel die von der Realtime Arena, die Belohnungen von Guardian, ja, 1 bis Guardian 3, etc., ja, Legend, da gab es viele Skins, die richtig geil sind, die auch jetzt schon wieder 2 Jahre zurückliegen, wo ich sagen könnte, okay, es soll natürlich limitiert sein, es soll einen ausmachen, ja, dass du nur die Formwandlung hast, weil du ein Guardian-Spieler bist. Das ist ja auch alles schön und gut, ne? Ein paar Formwandlungen sind ja auch teilweise immer mal reingekommen, die halt damals als Belohnung gekommen sind. Aber es könnten echt mal ein paar mehr sein, die man sich halt auch free-to-play durch aktives Realtime Arena spielen, Special League spielen, etc., man erkaufen kann, ohne Geld zu investieren.
Aber da muss ich sagen, Rita Marina an sich wurde auch schon ein bisschen was gepatcht immer im Shop. Ja, man kann einmal im Monat, ja, kann man eine komplette Light and Dark bekommen. Könnte man auch noch erhöhen auf 2 LDs. Ich glaube nämlich, dann würden noch mehr Leute Rita Marina spielen. Come to us, ja, und mehr Rita Marina, mehr Aktivität und glücklichere Spieler. Oder auch nicht in der Rita Marina, aber egal. Aber ich weiß, was du meinst, und Elia, Free-to-Play, Reitfigur. Für mich nicht so wichtig, aber vielleicht für einen von euch da draußen, deswegen ist das natürlich auch noch eine Aussage. Und was ich sehr amazing finden würde, wäre, wenn Hall of Heroes Units für Leute, die die Hall of Heroes gefarmt haben, es beispielsweise ein Cap gibt von beispielsweise 1 bis 2 Monaten. Okay, nach Hall of Heroes ist einem nicht mehr möglich, diese Unit zu ziehen. Ja, kritisch, also ich meine, man kann ja auch einige Units erfahren, wenn Hall of Heroes ist. Das heißt, man braucht jetzt keine Skill-Ups etc. Und dafür gibt es ja auch noch die normalen Elemente und so weiter. Weil Hall of Heroes sind keine Net 5s, ja. Ich glaube, bei Net 5s würden alle sagen, nein, ich möchte kein Cap. Aber ich verstehe, was du meinst. Wäre auch was komplett Neues, ein komplett neues Feature. Könnte sein, dass das nicht positiv ankommt, aber ich schätze, bei 90% aller Leuten würde das positiv ankommen. Was ich aber noch dazu sagen könnte, das wäre mein Wunsch hier zu diesem Thema. Hall of Heroes Monster in Legend, also in Light and Dark Rollen, ist für mich sowieso so eine Sache, wo ich sage, warum sammle ich eigentlich diese Light and Dark Rollen? Um in Night 5 zu bekommen? Ja. Bekomme ich in Night 5? Nein. Bekomme ich Forsters? Vielleicht schon. Höhere Chance. Wie hoch ist die Chance aktuell, dass man ein Hall of Heroes Monster bekommt? Boah, keine Ahnung, muss ich jetzt einfach mal, ich hau einfach mal eine Zahl raus, aber ich würde sagen bei 90%. Und das ist ein bisschen krass dafür, dass es ja sowieso schon so eine geringe Chance ist, einen Light and Dark Forster zu bekommen. Früher habe ich eine Light and Dark aufgemacht und ich hatte die Dark for Kung Fu drin und habe mich mega gefreut. Jetzt würde sich wahrscheinlich auch noch jeder freuen. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendein Hall of Heroes Monster, was halt auch schon unter Hall of Heroes war oder sowas halt ziehe, freue ich mich jetzt einfach nicht mehr. Es ist mir egal, die Unit kann ich verfuden, keine Ahnung, was damit machen. Aber für mich hat sie am Ende keinen Nutzen mehr. Wie viele Forsters Light Dark ich technisch habe, ich habe noch nie was verfudet davon, aber ich wahrscheinlich rumgammeln habe im Lager und was nie eine Funktion bekommt, ist halt echt amazing mittlerweile, weil es einfach so viele Hall of Heroes gibt. Deswegen, wichtiger Punkt, sehr guter Punkt und finde ich eine gute Aussage. Oh, jetzt kommen mal positive Sachen, Leute. Positiv, positiv. Das beste Update in all den Zeiten finde ich persönlich die Autofarm-Option. Richtig, finde ich auch. Man muss ja auch mit der Zeit gehen. Viele Leute haben das damals auch kritisch gesehen. Von Come to Us, damals, wo ich in Korea war, kam die Aussage, ja, dann hat man doch aber weniger Chat-Aktivität. Aber irgendwie ist das auch Bullshit. Weniger Chat-Aktivität, wenn ich am Autoplay-Modus spielen kann, habe ich doch mehr Zeit, um zu chatten. Aber das war damals so eine Aussage, hat keiner verstanden. Aber sie haben es ja auch verstanden dann, dass es halt irgendwie Quatsch war und haben das Ding reingepackt. Sehr gute Sache. Die Auto-TOA-Funktion ist auch ganz gut. Haben auch viele, viele Leute kritisch gesehen. Ja, da kann man ja alles auf Auto spielen. Ja, sorry Leute, aber heutzutage hat man wenig Zeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, man hat Verpflichtungen etc. Nicht jeder ist in der Schule oder so 14 Uhr Feierabend oder hat Studium oder arbeitet Kurzzeit. Ja, das ist ja löblich für alle, ne, die nur 30 Stunden, 20 Stunden, 10 Stunden oder gar nicht arbeiten gehen und sowieso viel, viel, viel Zeit haben und da nicht so schlimm ist, dass man jedes Mal klickt. Für mich ist das eine Erleichterung, deswegen ein geiles Future. Aber das sieht jeder anders und das weiß ich auch. Ich glaube, das reicht erstmal. Rechtschreibfehler könnt ihr behalten, war jetzt auf die Schnelle am Handy. Kein Problem, bei uns wird hier keiner gedisst, ja, der in der Rechtschreibung nicht so gut ist. Das gilt auch für Twitch. Ich glaube, das Ganze ist hier vom Matze, genau, das habe ich weggekarrt. Wunschbrunnen sollte mal überarbeitet werden, definitiv, ist wie Weltenboss. Artefakt-Warteschlange, gut, das ist mittlerweile schon zugetroffen, ja, das ist jetzt schon, schon draußen. Zum Beispiel aus Lunia nicht mehr so viele 5-Star-Runen, finde ich auch, ist eine gute Sache. Ich meine mal allgemein, wenn man Lunia halt so farmt und so weiter, dann können da auch, ja, mehr 6-Stars droppen, ja, gebe ich auch zu. Habe ich letztens auch gefarmt, dachte mir, jo, geil, nice, richtig geile blaue 5-Stars, nice. Ja, cool, mir noch irgendwas einfällt, ergänzte er das noch, alles klar. Und Extra Dungeon übrigens hat er hier auch noch geschrieben, Extra Dungeon für antike Crimes, Gems wäre nice, ja, finde ich auch, wäre eine Option, die man noch ins Spiel hinzufügen könnte. Was auch noch cool wäre, sie könnten so einen SD-Dungeon wie von Fran auch mal für Farmi, Lichtmagieschütze. Ich glaube, das war damals ein Event mit Farmi. Ich weiß, was du meinst. Es war noch vor meiner Zeit tatsächlich, wo das so richtig rauskam mit der Farmi, mit dieser Lichtmagieschütze. Viele von euch kennen die vielleicht gar nicht oder so.
Aber ich glaube, das wird nicht mehr kommen. Das ist sowas wie, kannst du vergleichen wie mit den Street Fighter Sachen, ja, also den Kooperationen und so weiter. Natürlich war die Lichtmagie-Schützen jetzt keine Kooperation an sich, die Fami, aber also mit irgendwelchen anderen. Aber ich glaube nicht, dass das nochmal kommt. Das ist was Limitiertes und das ist eine Aussage, dass du halt schon ein langer Spieler bist an sich. Wird nicht kommen. Zah, 34 oder das Herstellen von nur Level 6 Runen und nicht mit 5 Sternen. Gut, ich glaube, ein bisschen Zufall muss immer noch dabei sein, aber ich gebe dir recht, egal ob es jetzt eine Crab Sixer ist, ja, eine blaue, keine Ahnung was, oder eine Five Star, ja, die Sixer gibt wenigstens noch ein bisschen mehr Mana. Deswegen, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ein bisschen Zufall muss im Spiel noch drin sein, weil sonst wäre es zu einfach. Das waren die Fragen, ja, die hier gekommen sind. Falls ihr natürlich hier, oder beziehungsweise Aussagen, ich sag mal Fragen, aber egal. Haut einfach ein paar Kommentare rein, vielleicht kann man daraus noch ein schönes Video machen. Falls euch dieses Format gefallen hat, hier aus meiner Küche, total actually. Ja, ich habe hier auch noch ein paar Bilder. Yay. Haut einen Kommentar rein, lasst einen Daumen nach oben da. Ich danke euch, wunderschönes Wochenende euch noch und ciao.